Lass uns beten, bevor wir ins Wort gehen. Heiliger Geist, du bist unser Lehrer. Wir laden dich ein. Zeig uns Jesus, zeig uns seine Liebe, seine Hingabe zu uns und seine Gnade und wie leicht er uns macht, dass wir mit ihm kooperieren. Lehre du uns und hilf du uns. Schließ du das Wort auf und wir rechnen mit deiner Hilfe und wir danken dir. Halleluja. Amen. Amen. Auch gut, ja. Also, wir sind dabei, ein ganz wesentliches Geheimnis des Reiches Gottes zu lüften. Jesus sagt ja, dass in den Gleichnissen er die Geheimnisse des Reiches Gottes offenbart. Und dies ist das wichtigste und zentrale Gleichnis. Er sagt, wenn man das nicht versteht, dann kann man alle anderen Gleichnisse über das Reich Gottes auch nicht verstehen. Und dieses Gleichnis erklärt diese Kooperation zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen dem Wort Gottes und dem menschlichen Herzen. Und zu dieser Kooperation muss es kommen, wenn das Herz verändert werden soll und wenn das Herz Frucht bringen soll, was ja unsere Berufung ist. So, wir haben angefangen, uns mit dem ersten Hindernis zu beschäftigen. Da sind drei Hindernisse, die verhindern möchten, dass das Herz sich wirklich mit dem Wort verbindet und die eben dann dafür sorgen, dass keine Frucht ist. Und das erste Hindernis ist, sich das Wort stehlen zu lassen. Und das geschieht durch Verweigerung der Anerkennung, Gottes Wort ist die Wahrheit, wo wir also schon sagen, ja, ich bin gläubig, ich glaube an die Bibel, aber in der Praxis eben doch andere Ideen, andere Theorien, andere Philosophien und Weltanschauungen über das Wort Gottes stellen und damit zeigen, dass wir gar nicht wirklich glauben, sondern eigentlich dem glauben, was wir für richtig halten. Das ist, was Jesus sagt, wir machen das Wort ungültig um der menschlichen Überlieferungen willen. Paulus spricht im 2. Timotheus Kapitel 3 von Menschen, die glauben, aber in ihrem Lebensstil zeigen, dass da was ganz Wesentliches nicht stimmt. Ihr Lebensstil ist so wie der Lebensstil der Ungläubigen. Und er sagt, das Problem dieser Leute ist, sie widerstehen der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Also sie haben niemals anerkannt, ja, das Wort, das ich lese, das Wort, das ich höre, ist meine Autorität, ist mein Richter und ich muss mich dem unterordnen und ich werde daran gemessen und ich bejahe das auch und ich will das auch. Sondern sie haben immer etwas dagegen zu sagen und sagen, ja, das ist schon richtig, was du sagst, die Bibel, das stimmt schon, ja, aber. Ist immer ein Aber da. Wie das dann im Einzelnen aussieht, ist egal, aber das ist dieses Problem, ja, aber. Und solche Menschen in dieser Haltung, sagt Paulus, die können so viel lernen, wie sie wollen, es wird alles nichts nützen, sie kommen niemals, sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Egal wie viel sie hören, die Menge macht es nicht, die Haltung entscheidet, ob da was passieren kann oder nicht. Ja. Das ist eine wichtige Passage im Worte Gottes, die erklärt, warum da Menschen jahrzehntelang in der Gemeinde sind und sie wachsen nicht und sie verändern sich nicht. Und es gibt keinen Fortschritt, es gibt keine Charakterveränderung. Und dieselben Probleme sind immer noch da. Und manchmal sogar nachher mehr Probleme als am Anfang. Und eine weitere Art, sich das Wort stehlen zu lassen, ist einfach Verweigerung, sich dem Wort so hinzugeben, wie Gott sagt, dass man sich dem Wort hingeben soll. Ja. Und das wird in vielen, vielen Passagen beschrieben, wie das praktisch aussehen soll. Ja. Vielleicht nehmen wir mal eine, schauen uns eine an und andere nenne ich vielleicht nur oder ein paar nenne ich. Wir gehen einmal zu Sprüche Kapitel 2. Sprüche Kapitel 2. Und ich lese die ganze Passage von Vers 1 bis 12. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst, wie
Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis, er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn, denn Weisheit zieht in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg. Diese Schriftstelle passt auch sehr gut zu der Thematik gestern, Leben im Sieg, Versuchungen überwinden. Hier wird gesagt, wenn diese Hingabe an das Wort Gottes da ist, wo wir das Wort suchen, wo wir es begehren, wo wir forschen, wo wir uns danach ausstrecken, wo wir das einfach wertschätzen. Ja, man läuft Schätzen hinterher, man läuft nicht Abfall hinterher, sondern wenn man es sucht, wie Schätze. Ja. Also das Wort Gottes hat wirklich diesen Wert, diese Bedeutung. Wir strecken uns danach aus, wir wollen Wahrheit. Wir bitten den Heiligen Geist, uns die Augen aufzutun. Wir wollen die Wahrheit kennenlernen, auch die Wahrheit über uns. Nicht nur die Wahrheit über Jesus und über die wunderbaren Dinge, die in der Bibel beschrieben sind, sondern auch Wahrheit über unser Herz. Wir strecken uns aus, wir sehnen uns danach, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt. Und wir bleiben am Wort, wir verwahren es in unserem Herzen. All diese Dinge, die hier beschrieben sind. Wenn wir das tun, dann heißt es, Besonnenheit wacht über dir. Da ist der Heilige Geist als Geist der Besonnenheit. Und er kann in der Situation sagen, jetzt musst du aufpassen. Was jetzt passiert, ist ganz wichtig. Achte auf deine Worte, achte auf deine Reaktion, achte auf deine Entscheidung. Was möchtest du? Das wird die Konsequenzen haben. Und diese Entscheidung wird die Konsequenzen haben. Sei jetzt ganz bedächtig und vorsichtig. Was möchtest du tun? Der Heilige Geist berät uns live in der Situation. Es ist gut, wenn wir über den Tag denken abends und denken, ah, an dieser Stelle, das war nicht so gut. Das hätten wir anders machen sollen. So hätte ich nicht reden sollen. Aber noch besser ist es, in der Situation, bevor es überhaupt zu spät ist, zu erkennen und diesen Rat, diesen Dienst des Heiligen Geistes anzunehmen und zu sagen, hier musst du jetzt wirklich eine gute Entscheidung treffen. Und wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, uns hingeben und auf diese Art und Weise leben mit dem Wort Gottes, dass wir es bedenken, beten, darüber nachdenken, es Gott zurückbringen, es verbinden mit Entscheidungen. Wenn wir das tun, dann fängt das Wort Gottes an, in uns zu bleiben, in uns zu leben. Und dann redet es zurück und dann erleben wir, wie der Heilige Geist Raum hat, uns zu warnen, uns zu ermahnen und so weiter. Es gibt viele andere Schriftstellen, die das auch beschreiben. Ich nenne einfach nur ein paar, die könnt ihr mitschreiben, wenn ihr möchtet. 5. Mose Kapitel 17, Vers 18 bis 20, das ist das sogenannte Gesetz für den König. Da beschreibt Gott für Israel, wenn sie einmal einen König haben werden, das hat er schon vorhergesehen, dann muss dieser König so und so leben. Und dann beschrieben, wie er mit dem Wort Gottes leben soll. Und das wird ihm helfen, einfach beim Herrn zu bleiben. Das wird ihm helfen, sich nicht zu erheben. Das wird ihm helfen, einfach in der Furcht Gottes zu wachsen. Josua 1, Vers 8 hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Im Neuen Testament, Kolosser 3, 16, dieses sich das Wort wohnen lassen in uns. Das ist ein Unterschied, das wissen wir alle, zwischen wohnen und zum Besuch kommen. Wenn wir an bestimmte Verwandtschaft denken, die mal zu Besuch kommen, das ist okay, aber wenn auf einmal sie uns eröffnen, sie wollen jetzt bei uns wohnen, ist das eine andere Geschichte. Und manche haben das Wort nur zu Besuch am Sonntagmorgen, aber am Montag ist wieder alles weg und am Montag reden sie und handeln sie nach ihren eigenen Ideen. Ja, und das Wort soll bleiben und es soll Richter werden. Das Wort muss Richter werden. Hebräer 4, 12, 13, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Es reicht Gott nicht aus, dass wir das Richtige tun, sondern wir sollen lernen, das Richtige mit der richtigen Motivation zu tun. Man kann das Richtige tun mit einer falschen Motivation. Ja, wie ich schon gesagt habe, man könnte dienen in der Gemeinde und eigentlich hat man nur das Ziel, von anderen als besonders geistlich angesehen zu werden, applaudiert zu werden und so weiter oder irgendwie angesehen zu sein und so weiter. Das Entscheidende für Gott, was die Bewertung einer Tat angeht, ist das Motiv. Und wir sind uns über unser Herz und über unsere Motive durchaus nicht immer im Klaren. Und Gott will sein Licht geben. Und dieses Licht kommt, und das ist das Wort Gottes, und es offenbart Dinge. Und wir können dann in den verborgenen Dingen des Herzens, die andere vielleicht gar nicht so mitkriegen, Buße tun, umkehren, uns abkehren von verschiedenen Einstellungen, Lügen, Haltungen und scheinbaren Gewissheiten und können die Wahrheit wählen. Und so sind wir in diesem Prozess drin, wo die Veränderung stattfindet. Okay. Wichtig ist an dieser Passage in Sprüche 2, das will ich noch dazu sagen, wir sehen hier dreimal diese Bedingung, wenn wir oder wenn du, dann Gott. Das ist die Reihenfolge, die Gott uns vorgibt. Er sagt, das und das ist wichtig und wenn du darauf achtest, dann werde ich das und das tun. Und was verspricht er hier? Haben wir schon gesehen, wie wichtig das ist. Wenn diese Hingabe an das Wort da ist, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn. Ja? Was bedeutet das? Ja? Das Konzept, theoretische Konzept, was die Furcht des Herrn ist, das kannst du in 5 Minuten verstehen. Du hörst eine Botschaft oder machst ein Bibelstudium, in 5 Minuten hast du verstanden, was ist die Furcht des Herrn? Davon redet er nicht, sondern er redet davon, dass die Furcht des Herrn eine reale Kraft wird in unserem Herzen. Und das ist nur die Frucht aus dieser Hingabe an das Wort Gottes. Und aus der Furcht des Herrn dann kommt, wie ich das auch schon erwähnt habe, dann kommt diese Besonnenheit und wir werden behütet vom bösen Weg. Halleluja. Behütet vom bösen Weg. Gut wäre vielleicht noch anzuschauen, der Fluch der Faulheit, Sprüche 4, 30 bis 34, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, ich erwähne es einfach nur. So, das ist die erste Kategorie, sich das Wort stehlen zu lassen, durch Verweigerung der Anerkennung, es ist die Wahrheit, es ist mein Richter, oder aber durch nachlässigen Umgang mit dem Wort Gottes und nur flüchtig irgendwie mal reinschauen. Jakobus sagt, wer da nur kurz reinschaut in den Spiegel und dann weggeht, der vergisst, wie er aussieht. Und das ist nur ein Bild. Und er sagt, aber wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, bleiben ist der Punkt. Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, bleiben. Die Worte Gottes müssen bleiben. Sie müssen permanent mit uns sein, unser Denken und unsere Fantasie prägen und lenken und leiten. Okay. Dann gehen wir rüber zum nächsten. Das wird hier beschrieben, Vers 16 und Vers 17. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät worden sind, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Oder man könnte auch übersetzen, fallen sie ab. Es gibt 2 Möglichkeiten, diesen letzten Begriff dort vom Griechischen zu übersetzen. Man könnte auch sagen, dann fallen sie ab. Sie nehmen Anstoß oder sie fallen ab. Okay. Was ist mit diesen Leuten? Was ist das Hindernis? Was ist die verkehrte Einstellung, die verkehrte Haltung? Ein Hinweis oder einen wichtigen Ausdruck finden wir hier. Sie sind Menschen des Augenblicks. Menschen des Augenblicks. Was bedeutet das? Es bedeutet,
Diese Menschen haben keine langfristige Perspektive in ihrem Leben. Sie können nicht nach vorne schauen. Sie leben nur von Situation zu Situation. Und sie haben in jeder Situation im Blick, ich will jetzt aus dieser Situation das Beste herausholen. Das, was mir nützt, was mir gut ist. Aber viele Dinge, die wirklich uns segnen, die uns helfen, liegen in der Zukunft. Und wir brauchen eine langfristige Perspektive. Und es gehört zum Leben im Reich Gottes hinzu, dass wir Schritte gehen müssen, immer wieder mal, die im Moment keinen Spaß machen, die unangenehm sind, die überhaupt nicht lustig sind, wozu wir keine Lust haben. Aber sie sind doch richtig und sie sind notwendig und sie bringen Segen hinterher, nicht im Moment, hinterher. Ja? Und wenn jemand diese Einstellung hat, ich werde geleitet von dem, was jetzt mir nützlich scheint, was jetzt mir Spaß macht, was jetzt irgendwie schön ist und angenehm ist, dann wird er mit dieser Haltung Kompromisse machen müssen. Aber wenn man diese Haltung hat, nicht mehr auf die momentane Situation zu schauen, sondern langfristig zu schauen, wohin geht das Ganze und worum geht es, dann wird man ganz andere Entscheidungen treffen. Ja? Wenn der Heilige Geist dich überführt, sagen wir mal, du bist das noch nicht so gewohnt und er überführt dich ganz am Anfang die ersten Male und du sollst zu jemandem hingehen und ihn um Vergebung bitten, weil du etwas Hässliches gemacht hast. Du hast das Gefühl, das kannst du nicht, das überlebst du nicht. Also alles wirst du machen, aber nicht das. Ja? Nachher kann man sich dran gewöhnen. Aber am Anfang, es ist so schrecklich. Man hat das Gefühl, man geht zu seiner eigenen Hinrichtung. Weiß ich mal, wovon ich spreche? Ja? Wir wissen, wir sollen, aber wir wollen nicht. Und alle sagen, nein, und wieso? Und dann kann der doch, und das sehe ich überhaupt nicht ein. Und meine Schuld ist so klein und seine Schuld ist so groß und jetzt soll ich hingehen, das sehe ich überhaupt nicht. Wir fangen an zu argumentieren. Ja? Warum? Weil wir eine Tendenz haben, eine natürliche Tendenz haben, unangenehme Dinge zu vermeiden. Ob das jetzt der Zahnarzt ist oder ein Hingehen und um Vergebung bitten oder irgendetwas. Wir haben eine Tendenz, unangenehme, schmerzvolle Dinge zu vermeiden. Und wenn wir diese Haltung nicht identifizieren als schädlich, als kontraproduktiv für unser geistiges Wachstum, sondern diese Haltung behalten, dann werden wir permanent falsche Entscheidungen treffen. Ja? Dann hören wir die Botschaft vom Zehnten und dass wir Gott mit unseren Finanzen ehren sollen und dann fangen wir an zu rechnen. Also 1000 Euro zu haben ist eigentlich besser als 900 Euro zu haben. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Warum soll ich jetzt geben? Und die Gemeinde nimmt sowieso so viel Geld ein und ob ich jetzt auch noch... Wir argumentieren total fleischlich und wir sehen überhaupt nicht, das ist Gottes goldene Brücke, die er uns baut, wie wir langfristig, nicht von einer Situation, aber langfristig, wenn wir bei diesem Lebensstil dann angekommen sind oder diesen Lebensstil beibehalten, wie wir langfristig Zugang zu seinen Ressourcen bekommen. Aber wer das Wort Gottes nicht kennt, wer es nicht mit Glauben aufnimmt, der sieht nur, der Herr will jetzt mein Geld. Ja, wie? Aber es ist genau andersherum. Gott eröffnet eine Möglichkeit, wie wir an sein Geld kommen. Der Zehnte ist eine geniale Gelegenheit oder eine geniale Plattform, die Gott uns anbietet, die wir nur besteigen müssen, die uns glaubensfähig macht. Weil er hat gesagt, wenn wir das tun, dann dürfen wir und sollen ihn prüfen. Und deswegen geben wir auch nicht einfach gedankenlos irgendwie nur so oder aus Routine, weil wir müssen ja jetzt als Christen den Zehnten geben oder so etwas, sondern wir tun das genauso, wie im Alten Testament das beschrieben ist. Und wie sollten die das machen? Die sollten kommen im Gottesdienst, sollten den Zehnten bringen, den dahin platzieren und dann beten. Und dann sollen sie sagen, Herr, du hast gesagt, wir sollen den vollen Zehnten bringen. Bitte schau hin, da ist der volle Zehnte. Den geben wir dir jetzt. Und du hast gesagt, wenn wir das tun, dann wirst du uns segnen. So mit Glaube, mit Aufblick, mit Erinnern an die Verheißung Gottes. Niemals gedankenlos geben, einfach nur so. Ja, sondern, und dann haben wir diese Gewissheit, weil Gott hat gesagt, wenn du das tust, dann tue ich. So, ich kann jetzt in allem, mit allem Fug und Recht vor Gott kommen und sagen, so, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Bitte zähl nach. Und jetzt du,
Jetzt tu du deinen Teil. Wir fordern Gott heraus. Und das klingt frivol, aber er fordert uns heraus, das zu tun. Er sagt, prüft mich, prüft mich. Und jeder, der im Glauben den Zehnten gibt, der weiß, das hören wir nie wieder auf. Wir sind doch nicht dumm. Das können wir uns gar nicht erlauben, den Zehnten nicht zu geben. Das können wir uns gar nicht erlauben. Ja? Und ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie der Herr uns als Familie, aber auch uns als Dienst segnet und wie das so wunderbar ist. Ja? Oft erlebe ich das. Man sitzt mit Leitern zusammen im Pastorentreffen oder so und einer nach dem anderen, klar, kein Geld und Mangel und klappt nicht und Schwierigkeiten und können ihre Sachen nicht bezahlen. Und ich bin schon ganz ruhig. Früher habe ich dann gesagt, ja, wir als Hand in Hand, wir haben auch ein Finanzproblem, weil wir haben jedes Jahr zigtausende über und müssen dann schauen, wo wir das richtig anlegen und wo wir andere Dienste mit segnen. Das ist unser Finanzproblem. Aber inzwischen sage ich das nicht mehr, weil das finden die nervend irgendwie. Aber wir sind wirklich gesegnet und wir haben in 20 Jahren nicht ein Projekt absagen müssen, nicht eine Reise irgendwohin in ferne Länder musste gecancelt werden, weil kein Geld da war fürs Flugticket oder kein Projekt oder so musste abgesagt werden. Der Herr ist mit uns und segnet uns und das ist einfach wunderbar. Ja, und wenn man mit Gottes Finanzen arbeiten kann. Ja. Er hat mir einmal gesagt, vor langer, langer, langer Zeit, wenn du mit dem, was du hast, treu bist, und wenn du mit dem dienst, was du hast, dann werde ich dir erlauben, mit dem zu dienen, was ich habe. Und ein klein bisschen davon sehen wir. Und wir sind im Überfluss, wirklich im Überfluss. Und auch als Familie. Seit 20 Jahren nicht einen Tag mit roten Zahlen. Kein Dispo-Kredit und nichts. Alle unsere Autos wurden bar bezahlt. Halleluja. Es funktioniert und ich werde nie im Traum mir einfallen lassen, da zu sparen oder zu sagen, nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir das nicht leisten, das wieder aufzuhören. So sieht's aus. Aber wer das alles nur als Pflicht sieht und nicht im Glauben und als eine gewaltige Einladung Gottes und einen großzügigen Gott sieht, der geht nach seinen Gefühlen und sagt, guck mal, ich habe schon so wenig Geld und ich komme so schlecht über die Runden und jetzt soll ich noch den Zehnten geben. Ja, dann weiß ich schon, es klappt überhaupt nicht. Und man braucht diese Gesinnung. Und wenn ich am Monatsende fasten muss, weil ich nichts mehr zu essen habe, der Zehnte wird gegeben, und zwar am Anfang, aus Sicherheitsgründen. Viele Leute sagen, ja, wenn am Ende was übrig bleibt, gerne. Klingt großzügig, aber die Realität ist, es bleibt nie was übrig am Ende. Das ist einfach so. Ja? Okay, das soll kein Seminar über den Zehnten werden, aber ich will einfach nur das als ein Beispiel nehmen, weil das ein wichtiges Beispiel ist, wo es unsere Unlust betrifft. Ja? Können viele, viele andere Dinge auch nehmen. Das Wort Gottes verlangt von uns Schritte, die im Moment unangenehm sind oder manchmal sogar schmerzhaft sind, die uns etwas kosten. Aber es gibt immer reichen Lohn und zwar in dem Ausmaße, dass wir sagen hinterher, das bisschen Schmerz, das hat sich allemal gelohnt. Das hat sich allemal gelohnt und ich würde es wieder tun. Aber Menschen des Augenblicks haben die Gesinnung, was habe ich davon? Das sind die Leute, die regelmäßig bei jedem Gemeindefrühjahrsputz fehlen, weil sie einen wichtigen Termin haben. Weil ihre Gesinnung ist so, du, schönes Wetter, ich habe mir was vorgenommen und jetzt kommen die hier und wollen hier einen Gemeindeputz und ich soll einen halben Tag dranhängen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Was habe ich davon? Diese Gesinnung, was habe ich davon? Hey, du hast eine Menge davon. Du setzt ein Zeichen vor der unsichtbaren Welt, dass Gott und sein Reich und sein Haus dir wichtiger ist als dein Grillen oder deine Fahrt ins Grüne oder irgendetwas anderes. Du setzt Zeichen vor der unsichtbaren Welt, die immer notiert werden und die großzügig honoriert werden. Das hast du davon. Aber wer nicht mit dem Auge des Glaubens sehen kann, schaut auf seine Gefühle, schaut auf seine vermeintlichen Bedürfnisse, schaut auf seine Situation und wird immer fleischliche, falsche Entscheidungen treffen. Menschen des Augenblicks können nicht nach vorne schauen. Sie können nicht mit dem Auge des Glaubens die Verheißung Gottes sehen. Sie sehen nur ihre Gefühle und sie haben noch nicht diese Entscheidung getroffen. Die Wahrheit ist so wichtig, die Wahrheit ist so kostbar und der Herr verdient es, dass man um seinetwillen auch durch Situationen geht, die unangenehm sind. Sie haben das noch niemals festgemacht. Sie haben nie entschieden,
Jawohl, zum Evangelium gehören auch Phasen des Leidens. Sondern sie sagen, ja, ich dachte, ich werde gesegnet, ich dachte, mir geht es immer gut und der Herr macht alles für mich und er löst meine Probleme. Das sind Menschen, die eine falsche Vorstellung haben vom Evangelium. Ja, der Herr meint es gut und er segnet uns. Aber es ist notwendig, immer wieder Schritte zu gehen, die uns etwas kosten. So wie wenn wir kleine Kinder erziehen. Wenn wir denen ihren Willen lassen würden, die würden jeden Tag Gummibärchen und Zentimeter dicke Nougatcreme irgendwie essen wollen und weiter nichts. Aber wir wissen besser, die brauchen Vitamine, die brauchen nahrhaftes Essen, die können nicht von Gummibärchen und von solchen Dingen leben. Und so ist es auch mit Gott. Er geht nicht auf alle unsere menschlichen, fleischlichen Bedürfnisse ein. Er tut es nicht. Und wenn das unser Konzept von Liebe ist, dann werden wir schnell enttäuscht sein bei Gott. Ja? Sondern er ist ein liebevoller Vater und er erzieht uns. Ja? Das ist, was die Schrift sagt. Er erzieht uns und er züchtigt uns. Und da ist es auch wichtig, ein richtiges Bild zu haben. Manche, wenn sie das Wort Züchtigung hören, die sehen einen wütenden Vater, der mit aller Kraft, so heftig er nur kann, irgendwie dreinschlägt, weil sie vielleicht so etwas erfahren haben oder in der Kindheit beim Spielkameraden miterlebt haben. Aber Gott ist ganz anders. Gott züchtigt dosiert, so dass es gerade seinen Zweck erfüllt und er züchtigt nie aus Wut. Er bestraft uns nicht für Sünde, er züchtigt uns im Hinblick auf einen besseren Weg, den wir einschlagen sollen. Das ist ein Riesenunterschied. Strafe und Züchtigung ist etwas total anderes. Sünde wird vergeben, aber Gott züchtigt uns, damit unser Charakter geformt wird, damit etwas Gutes dabei rauskommt. Es ist nicht die rückwirkende Strafe für Dinge, die schon passiert sind, sondern es ist Erziehung, weil er ein Ziel hat mit uns. Und der Vater im Himmel züchtigt uns. Und diese Züchtigungsphasen, die sind alles andere als lecker und lustig, nicht wahr? Und die sind notwendig und wir brauchen das. Und damit zeigt er seine Liebe, dass er sich um uns kümmert. Er kümmert sich um uns und er hat gute Absichten mit uns. Aber Menschen des Augenblicks können mit einer Lehre, Vater im Himmel züchtigt, können damit nichts anfangen. Sagen, nee, das ist nicht Liebe. Das wurde mir nicht versprochen. So bin ich nicht zum Herrn gekommen. Nee, also da mache ich nicht mit. Ich dachte, Segen im Überfluss und immer alles einfach und alles gut. Ja, viele Menschen sind unter einer falschen Voraussetzung zum Glauben gekommen. Und dann auf einmal entdecken sie die Realität und dann sind sie enttäuscht und sie protestieren und fühlen sich ungerecht behandelt und empören sich über Gott. Ja, genau wie jede Schrift sagt, sie nehmen Anstoß, sie ärgern sich, sie fallen ab. Ja, warum fallen sie ab? Ja, weil sie sagen, nee, so haben wir nicht ausgemacht. Das ist nicht, was ich wollte. Ja. So, Menschen des Augenblicks haben ihr persönliches Wohlempfinden oder ihr persönliches Glück im Auge, aber ohne zu checken, ist das wirklich mein Glück oder ist das vielleicht mein Unglück, was ich da wähle. Sie können die Situation nicht objektiv aus der Perspektive des Wortes Gottes betrachten und sie treffen einfach falsche Entscheidungen. Sie haben niemals akzeptiert, es ist normal, es gehört dazu, um des Evangeliums willen, weil es eine Umgebung gibt, in der ich lebe, die in Feindschaft ist gegen Gott, weil ich sogar etwas in mir habe, was die Bibel Fleisch nennt, was in Rebellion gegen Gott ist. Deswegen muss ich immer wieder Entscheidungen treffen, die schwierig sind, die nicht einfach sind, die nicht Spaß machen, aber die notwendig sind. Ja? Wir gehen zum Zahnarzt, nicht weil das Spaß macht. Macht es jemand Spaß, zum Zahnarzt zu gehen? Doch, einen haben wir, zwei sogar. Ja, wenn er nichts findet, ja, wenn wir zum Check gehen und alles ist gut. Aber normalerweise, Zahnarztbesuch ist nicht irgendwie, wow, Mensch, nächste Woche habe ich wieder einen Termin, ich bin so begeistert, ich freue mich so. So ist es nicht. Aber wir gehen hin, weil es notwendig ist, weil wenn wir so machen, wie ich früher gemacht habe, das jahrelang vor uns herschieben, am Ende wird alles noch viel schwieriger und er muss noch viel mehr bohren. Ja? So, wir gehen hin und selbst wenn was zu machen ist und der bohrt und das ist nicht angenehm, am Ende, ich weiß nicht, was du machst, ich habe einen sehr guten Zahnarzt, den ich sehr vertraue, am Ende, ich gebe ihm die Hand und ich bedanke mich. Der hat mir gerade wehgetan und ich bedanke mich.
und sage, bis zum nächsten Mal. Weil ich weiß, der meint es gut. Und der ist mein Freund, der ist auf meiner Seite, der hilft mir, dass ich hier klarkomme im Leben. Jedenfalls, was meine Zähne angeht. Ja? So, der ist auf meiner Seite. Aber er tut Dinge, die unangenehm sind. Und Gott ist auf unserer Seite. Ein gutes Beispiel für Menschen des Augenblicks finden wir im Alten Testament Israel nach der Befreiung aus Ägypten. Sie gehen durch die Wüste, sie sind begeistert, Gott ist mit uns, er hat Pharao besiegt, ist ein mächtiger Befreier und Halleluja, jetzt gehen wir ins gelobte Land. Und dann kommt etwas, was sie nicht erwartet haben. Sie sind alle durstig und sie kommen an ein Wasser, wunderbar, siehst du, Gott hat uns gehört und hier ist das Wasser und sie wollen trinken, es ist bitter. Und was passiert? Die ganze Rebellion, die in ihnen ist, kommt heraus. Es wäre besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten geblieben, Gott bringt uns nur in die Wüste, um uns umzubringen. Eben haben sie noch gepriesen und auf einmal fangen sie an, solche hässlichen Dinge ihm zu unterstellen. Sie rebellieren gegen Mose, sie rebellieren gegen Gott. Ja? Es wäre besser für uns gewesen. Das ist diese Grundhaltung. Wir wissen besser, was für uns ist. Gott hat keine Ahnung, er hat versagt. Das war ihre Botschaft. Und Gott nennt das Auflehnung. Sie haben gemurrt gegen ihn. Und er musste ihnen klar machen, das lässt er nicht mit sich machen, das geht nicht. Ja. Petrus sagt, 1. Petrus 4, Vers 1, bewaffnet euch mit dieser Gesinnung. Wie Christus gelitten hat, so werdet ihr auch leiden. Ich akzeptiere das, ich sage Ja dazu. Dann höre ich nämlich auf, davor wegzulaufen, sondern ich konfrontiere das Ding und sage, ja, das wird kommen und ich weiß, der Herr wird mir Gnade geben und ich werde das durchstehen und es wird gut sein und ich werde daran wachsen, weil an allen Kämpfen, an allen inneren Auseinandersetzungen wachse ich und kann einfach etwas lernen. So. Diese Haltung muss überwunden werden. Viele, viele Gläubige leben eigentlich, sie sind gläubig, aber in Wirklichkeit, sie glauben an den Spaßgott. Ich mache das, was Spaß macht. Ich mache das, was mir Lust macht. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und deswegen, Disziplin ist ein böses Wort. Hey, sich verpflichten und sich hingeben und sich festlegen. Ich habe meine Zeit mit dem Herrn, ich werde ihn suchen jeden Tag, ich bin im Wort, ich will ihn anbeten, ich will mit ihm in Gemeinschaft fahren. Da sagen sie, nee, das ist gesetzlich. Hingabe hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Verpflichtung und sich festlegen zum Gehorsam, das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das ist so ein Modeschlagwort geworden. Alles, was mit Disziplin und mit Beständigkeit zu tun hat, wird gebrandmarkt als Gesetzlichkeit. Und wir sind ja nicht gesetzlich, wir sind ja nicht unter dem Gesetz, wir sind ja frei. Aber was Sie meinen ist, ich bin frei zu tun, wozu ich Lust habe. Und das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist Gesetzlosigkeit, das ist Fleischlichkeit. Das Fleisch hat diese Gesinnung. Ich will das tun, wozu ich Lust habe. Ja. Vielleicht das größte Beispiel Gegenbeispiel, das größte Gegenbeispiel für einen Menschen des Augenblicks ist Jesus selbst, Hebräer 12, Vers 2, wo es heißt, dass wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Als er ans Kreuz ging, da wusste er und er rechnete mit einer später zu erlebenden Freude. Und schon die Aussicht auf diese Freude hat ihm Kraft gegeben, durch dieses schreckliche Leiden hindurchzugehen. Natürlich, er hat keine Freude am Kreuz gehabt, aber er war gewiss und davon total überzeugt, dass nach dem Kreuz eine riesige Freude kommen würde. Und diese Gewissheit,
der Freude, die er nicht gesehen hat, aber von der er wusste, dass die kommt, dass die da ist, hat ihm Kraft gegeben, durch das hindurchzugehen. Und das ist das wesentliche Prinzip der Überwinder. Ja? Dass wir nicht nur beim Moment stehen bleiben, sondern nach vorne schauen und sagen, aber das lohnt sich. Und danach kommt etwas, was es allemal wert macht. Danach kommt etwas, was so viel besser und schöner und größer ist, dass dieser kurze Moment des Leidens sich allemal lohnt. Ein anderes Beispiel wäre Mose, Hebräer 11, 24, 27. Aber wir werden jetzt aus Zeitgründen da nicht mehr hineingehen. Und es gibt noch andere Beispiele. Auch Paulus ist ein Beispiel für diese Langzeitperspektive, die bereit ist, durch Härten zu gehen, die bereit ist, zu leiden, weil am Ende eine Belohnung kommt, die es alles wettmacht. Okay. So viel vielleicht dazu. Jetzt noch das Letzte. Das sind die unter die Dornen gesäten. Markus 4. Dort lesen wir Markus 4, Vers 18. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort Gottes gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Sorgen der Zeit, Betrug des Reichtums, Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein. Und wenn wir den Parallelbericht von Lukas noch hinzunehmen, dann ergänzt Lukas noch Vergnügungen des Lebens. Vergnügungen des Lebens. Es gibt Vergnügungen des Lebens, die absolut schädlich sind. Und es gibt Vergnügungen des Lebens, die sehr gesund sind und die von Gott sind und die gesegnet sind. Ja? Aber es gibt Vergnügungen des Lebens, die einen hohen Preis fordern und die eine sehr, sehr negative Auswirkung auf unser Leben haben. Betrug des Reichtums, sagst du, oh, bei meinem kleinen Gehalt ist da keine Gefahr. Mehr Leute, die wenig haben, sind in Gefahr, in diesem Betrug des Reichtums zu kommen, als die, die mehr haben oder die mehr als genug haben. Betrug des Reichtums bedeutet ja, ich setze mein Vertrauen auf Reichtum. Und ich habe die Idee, die total ungöttlich ist, die völlig heidnisch ist, wenn ich einmal Geld habe, dann geht's mir gut, dann habe ich keine Sorgen mehr, dann führe ich ein erfülltes Leben. Ja, kennt ihr dieses Lied, wenn ich einmal reich bin? Das singen diese Leute. Die haben kein Geld, aber sie träumen davon, Geld zu haben und sie haben die Idee, dass das ihnen ein glückliches Leben macht. Und ich habe ständig mit diesem Problem zu tun, weil ich in Zentralasien diene, dort regelmäßig in Kirgisistan. Und ich sehe die Auswirkungen eines falschen Evangeliums und massenweise versuchen diese lieben Gläubigen auszureisen nach Kanada und haben die Idee, da ist das Glück, da liegt das Geld auf der Straße und da wird alles anders. Sie sagen natürlich, das machen sie nur für ihre Kinder, ist ja klar. Ja? Ich sage, all die, die ihre Seele verkauft haben und die glaubensmäßig Schiffbruch erlitten haben, die kommen nicht zurück und die sagen dir nicht, was das für eine fleischliche Entscheidung gewesen ist und wie sie dort alles verloren haben. So viele Leute haben eine solche Entscheidung getroffen, die sogar einen Dienst gehabt haben, Pastoren. Und sie gehen darüber früher in die USA, aber das geht jetzt nicht mehr. Jetzt gehen sie alle nach Kanada. Das gelobte Land ist Kanada. Ja. Und ich sage, hat Gott dir gesagt, dass du gehen sollst? Und
reihenweise Leiter gehen. Ich sage, wenn ich Gott wäre und mir würde Kirgisistan auf dem Herzen liegen, ich würde Leiter nicht erlauben, das Land zu verlassen. Und ich würde ihnen nicht sagen, reiß aus. Ihr werdet hier gebraucht. Hier ist die Not. Das vorletzte Mal, als ich nach Albanien kam, was auch ein sehr, sehr armes und bedürftiges Land ist, traf ich eine Christin auf dem Flughafen. Ich war verabredet, weil ich ihr was übergeben musste von jemand aus Deutschland. Und wir kamen ins Gespräch und in den ersten paar Minuten sagt sie, in Albanien kann man nicht leben. Ich muss unbedingt nach Deutschland. In Albanien kann man nicht leben. Das ist einfach Unglaube. Das ist total heidnisch. Ich glaube, in jedem Land, wo Gott will, dass du leben sollst, kannst du auch leben, weil Gott ist da und er kennt deine Bedürfnisse und er kennt deine Situation und deine Umstände und er wird sich um alles kümmern. Und dann sagen die Leute, ja, du kommst aus dem Westen, du hast gut reden. Das hat nichts mit Westen und Osten und Norden und Süden zu tun. Es hat etwas mit der Treue Gottes zu tun. Und es kann doch nicht sein, dass aus allen armen Ländern alle Leute ausreisen, die gläubig sind und gehen dann nach Kanada oder nach Europa und sagen, mein Land ist mir egal. Das kann doch nicht sein. Aber da ist diese Idee, mein Leben ist dazu da, dass es mir gut geht. Und ich setze mein Vertrauen auf Reichtum. Und da kann man so schnell und ohne Mühe an Reichtum kommen. Das ist so einfach alles da. Und da kommt man schnell zu großem Geld. Und Menschen werden betrogen vom Reichtum. Aber das gibt es auch hier. Es gibt Christen, die spielen Lotto. Und charismatische Christen beten dann auch um das Wort der Erkenntnis, um die richtigen Zahlen herauszufinden. Hallo, wenn Gott will, dass du eine Million bekommst, er hat Millionen von Wege, um diese Millionen dir zukommen zu lassen. Dann musst du nicht Lotto spielen. So Betrug des Reichtums ist ein Problem. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen mit dem, was wir haben, zufrieden sein. Und die, die reich werden wollen, fallen in mancherlei Versuchungen. Das ist, was das Wort sagt. Der Wunsch, reich werden zu wollen, ist aus den Augen Gottes gesehen schon Sünde. Wow. Der Wunsch, reich werden zu wollen, ist verkehrt. Und wenn du diesen Wunsch nicht umbringst, wird dieser Wunsch dich umbringen. Gott hat kein Problem mit großzügig geben. Abraham war der reichste Mann im Nahen Osten. Aber sein Herz hing an Gott und er war ein Freund Gottes und nicht ein Freund von Mammon. Ja. Und er hat gewusst, ich vertraue Gott und hat Lot die Entscheidung gelassen. Wenn du das bessere Land haben willst, du gehst dahin, dann gehe ich dahin, gar kein Problem. Wenn du das haben willst, dann gehe ich dahin. Er wusste, Gott sorgt sowieso für mich. Auch wenn ich die Wüste wählen würde, er wird mich dort versorgen und er wird dort mir helfen. Er konnte Gott vertrauen, aber Lot sah nur das bessere Land und nahm dieses Land. Ja? Betrug des Reichtums. Und Paulus warnt Kolosser 3, Vers 5 und sagt, Habsucht ist Götzendienst. Wann wird das wieder verkündigt in der westlichen Christenheit? Warum haben wir das ausgelassen? Stattdessen pervertieren wir das Evangelium und machen ein Wohlstandsevangelium, wo angeblich Gottes Ziel ist, dass wir alle reich sein sollen. Gott hat nie gesagt, er macht dich zum Millionär. Er sagt, das Maß deiner Versorgung ist Überfluss. Überfluss kann sein, du hast am Ende des Monats 1 Euro über. Das ist Überfluss, dann hast du Überfluss, weil du mehr hast, als du brauchst. Und Gott versorgt uns großzügig, aber wir müssen, um diese Versorgung kennenzulernen, wirklich seine Sichtweise haben und dürfen nicht gierig sein nach Besitz und schon gar nicht neidisch sein auf andere, die mehr haben. Ach, hier ist die Schriftstelle, 1. Timotheus 6, 9. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Was für eine massive Warnung haben wir hier. Und Habsucht bezieht sich ja nicht nur auf
materielle Dinge bezieht sich ja nicht nur auf Geld. Es gibt auch ganz andere Formen von Habsucht. Es ist im Deutschen eigentlich ein schönes Wort, Habsucht, die Sucht, etwas haben zu wollen. Ja. Es kann auch Habsucht sein, einfach zwanghaft Ehre und Anerkennung und Ansehen zu erlangen von Menschen. Von Menschen als besonders geistlich angesehen zu werden, bewundert zu werden. Das ist auch Habsucht. Ja. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, glaube ich. Schau mal. Ja, Kapitel 2, Vers 3. Unsere Ermahnung, Paulus beschreibt die Motivation seines Dienstes. Unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi-Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Was für eine Passage, was für eine Motivation, die Paulus hier beschreibt, zu der Gott ihm natürlich verholfen hat. Das hat er nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern das ist erst gekommen nach seiner Bekehrung und als er den Gott kennengelernt hat, wie er es selber sagt, Gott, der die Herzen prüft. Er ist durch diesen Prozess der Reinigung gegangen und wurde vom Heiligen Geist überführt von falschen Motiven, auch in seinem Dienst, und wurde gereinigt. Und dann kann er so etwas schreiben, weil er da durchgegangen ist. Er kannte den Gott, der die Herzen prüft. Und weil der fast nirgendwo verkündigt wird, kennen den so wenige Gläubige, den Gott, der die Herzen prüft. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut das Herz an. Und darum geht es. Und in dem Herzen sind halt Dinge, die müssen raus. Und die können nur rauskommen, wenn wir die Wahrheit suchen, wenn wir Überführung begehren, wenn wir den Heiligen Geist einladen, wenn wir solche Gebete beten, erforsche mich, prüfe mein Herz, zeige mir, ob ich auf einem falschen Weg bin, auf einem Weg des Götzen. Dieses Verlangen muss da sein. Wenn jemand nicht nach Wahrheit verlangt, er wird keine Wahrheit bekommen. Der Heilige Geist schmeißt nicht Wahrheit hinterher. Wir müssen ein Verlangen haben nach Wahrheit. Ein Verlangen haben, ins Licht zu kommen. Das ist, was die Bibel nennt, ein aufrichtiges Herz. Und wir sollen in die Gegenwart Gottes kommen mit einem aufrichtigen Herz. Auch mit noch vielen Täuschungen und Lügen und Kompromissen, die dir gar nicht bewusst sind, kannst du ein aufrichtiges Herz haben, weil ein aufrichtiges Herz ist nicht ein total geläutertes Herz. Ein aufrichtiges Herz ist ein Herz, das sagt, ich will die Wahrheit. Komm, Heiliger Geist, überführe mich, leite du mich, öffne mir die Augen, zeige mir, wo ich mir und anderen was vormache. Das ist ein aufrichtiges Herz. Und das braucht es, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und egal, wie tief wir verstrickt sind in Kompromisse und wie viel wir gelernt haben, uns was vorzumachen und anderen was vorzumachen. Jeder kann sich entscheiden und sagen, jetzt wähle ich Wahrhaftigkeit, ich wähle Aufrichtigkeit, ich will ans Licht kommen, ich will kein Theater spielen. Und dann fängt der Heilige Geist an und er offenbart Dinge. Das ist nicht immer einfach, aber es ist schön, wenn wir mal wieder durch so eine Phase durch sind und der Schmerz aufhört. Und es ist notwendig. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht. Das ist Johannes 5, 44. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht ist das Einfallstor für den religiösen Geist in die Gemeinde. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit,
Damit machen wir die Tür auf für den religiösen Geist und dann wird alles unecht. Dann wird unser Lobpreis unecht, dann wird der Dienst unecht, dann werden die Beziehungen unecht. Und alles kriegt so einen merkwürdigen Geschmack irgendwie, dass es alles nicht stimmt. Und wir fühlen uns total unwohl in einer solchen Atmosphäre. Ich bin manches Mal in Gemeinden, wo so ein Theater gespielt wird, wo so eine unechte Atmosphäre ist, wo so geheuchelt wird in der Zeit des Lobpreises, dass ich das körperlich spüre und nicht ertragen kann. Manchmal sage ich zu meiner Frau, komm, lass uns gehen. Lass uns gehen, ich halte das hier nicht aus. Aber sie ist ganz weise, sie sagt, bedenke, du bist der Gastsprecher. Wie muss es Gott gehen? Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Herr es vorzieht, in manche Gottesdienste nicht mehr zu kommen. Weil er das nicht ertragen kann, dieses fromme Theater. Die schlimmsten Konflikte sind da, werden unter den Teppich gekehrt, aber wir sind alle eins und wir nehmen uns an die Hand, Vater, mach uns eins und alles ist gut und nichts ist gut. Und da wird hinterm Rücken geredet und da ist so viel Unechtheit und so viel Böses und das wird alles charismatisch weggelächelt. Das kann es nicht sein. Das ist nicht, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Jakobus hat ein ernstes Wort zu sagen über diese falschen Wünsche. Vers 4, Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, was meint er denn damit? Ist da eine bestimmte Abteilung in der Gemeinde, da sitzen die Ehebrecher? Und jetzt will ich euch mal ein Wort sagen. Er redet von geistlichen Ehebruch, von Hurerei, geistlicher Hurerei, wo Menschen vorgeben, sie glauben an Gott, aber in Wirklichkeit suchen sie nur ein schönes Leben. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Was für ein Wort. Freundschaft der Welt, Feindschaft gegen Gottes. Wenn nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und sind nicht diese ganzen Bemühungen, die es jetzt heutzutage in so vielen Gemeinden gibt, wir wollen den Fremden eine schöne, perfekte Show bieten? Ist das nicht auch Freundschaft der Welt? Zu denken, wenn wir eine beeindruckende Show abliefern, dann werden die sich bekehren und werden sich für unsere Gemeinde interessieren. Was für ein Unsinn. Die Welt ist uns Lichtjahre voraus, was perfekte Shows angeht. Und wir müssen sehr hart arbeiten, um auch nur annähernd auf dieses Niveau zu kommen. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, ist es ein totaler Trugschluss. Menschen bekehren sich doch nicht, weil wir so perfekte Gottesdienstshows abliefern. Sondern wenn sie sich bekehren, wirklich bekehren, dann weil sie die Heiligkeit Gottes gesehen haben und ihre Unwürdigkeit, ihre Sünde gesehen haben. Und deswegen bedeutet ihnen die Botschaft von Golgatha auf einmal etwas. Dann bekehren sie sich. Doch nicht, weil wir nette Pantomime und Videoclips und Tralala und Interviews und alle schönen modernen Dinge irgendwie so da vorführen können und das sogar fehlerfrei für 1,5 Stunden. Hallo, was ist das für eine Idee? Wo kommt das her? Und Pastoren wollen glänzen mit ihren schönen Präsentationen. Und ich erlebe es immer wieder, dass Pastoren tief gekränkt und beleidigt sind, drüben im Osten, wenn ich nicht mitmache mit dieser unheiligen Tradition, die ich weiß nicht, woher die kommt, aber es gibt diese Tradition dort, wenn ein Gastsprecher kommt, bevor er predigt, muss er erstmal viele schöne Worte sagen und den Pastor hochheben, ob er den kennt oder nicht, aber der Pastor muss erstmal geehrt werden. Das kommt mir vor wie Saul. Ja? Sag, komm zum Propheten, komm, ehre mich vor den Leuten. Hat zwar gerade so tief gesündigt, statt dass er sagt, du, das ist so schlimm, was ich gemacht habe. Ich will jetzt vor die Leute treten und will Buße tun und will sagen, wie es mit mir wirklich aussieht. Komm mit und hilf mir. Steh an der Seite, dass ich das durchstehen kann. Ja? Sag, komm du und ehre mich vor den Leuten. Diese Sucht, gut dazustehen, angesehen zu sein, bewundert zu sein, ist tief drin in der menschlichen Natur. Und je höher jemand eine Position hat und im öffentlichen Leben steht, umso gefährlicher wird es. Und der einzige Schutz besteht darin,
dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dem Geist der Wahrheit, und dass wir sagen, erforsche mich, prüfe mich, hilf du mir zu sehen, was da ist, was nicht in Ordnung ist. Und der Heilige Geist wird dieses Gebet sehr, sehr gerne erhören und wird uns Dinge zeigen, von denen wir nicht im Traum gedacht hätten, dass es die gibt. Nicht im Traum. Weil wir alle ein nettes Bild haben von uns. Probleme haben die anderen. Aber wir sind schon fast vollendet, bis der Heilige Geist kommt und uns die Augen öffnet und uns schockiert über uns selber. Und das tut er aus lauter Liebe. 1. Johannes Kapitel 2, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Was heißt, wir sollen nicht die Welt lieben? Hast du gesündigt, wenn du hier auf dem Balkon stehst und bewunderst die schöne Aussicht und die Berge? Das ist nicht gemeint. Welt ist nicht Umwelt. Welt ist das System Satans. Es ist die Welt, wo Satan regiert. Und was ist Welt? Mit meinen Worten, ich würde sagen, es ist eine Welt der Lüge, der Selbstverherrlichung, der Unabhängigkeit, der Auflehnung gegen Gott, der Unwahrhaftigkeit. Das sind so Worte, die das System dieser Welt beschreiben. Und er sagt es hier mit seinen Worten, denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So, wir brauchen ein klares Verständnis. Was ist Welt? Was heißt, wir sind errettet von der Welt? Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja? Welt ist ein System und Welt hat bestimmte Werte. Und wir leben jetzt nicht mehr in der Welt, wir leben im Reich Gottes. Und da sind ganz andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und Hochmut des Lebens, heißt es auch. Eine interessante Frage ist, wie kommen ungöttliche, verkehrte Wünsche in unser Herz hinein? Wie geschieht das ganz praktisch? Wie kommen die da hinein? Wenn du dich mal mit Werbepsychologie beschäftigt hast, dann weißt du, dass die Tricks herausgefunden haben, um in Menschen Wünsche zu wecken, die gar nicht hatten. Also mit anderen Worten, Manipulation. Und das geben die ganz offen zu. Und dafür wird viel Geld ausgegeben. Und es ist auf einem sehr hohen Niveau. Und sie versuchen, Menschen zu beeinflussen. Sie versuchen, Menschen zu manipulieren. Und ihnen Wünsche zu wecken, die sie eigentlich gar nicht haben. Und das geschieht nicht nur in der Werbung so, sondern das geschieht überhaupt in Medien. Und es geschieht in einem wesentlichen Teil in der Film- und in der Musikindustrie. Und Menschen werden falsche Werte vorgegaukelt. Hollywood, wenn in einem Wort zusammengefasst, ist die Jüngerschaftsschule des Teufels. Wo Menschen einen Lebensstil beigebracht bekommen, das ist milde ausgedrückt, was ich eben gesagt habe. Ist nicht übertrieben. Und das Perfide ist, die Macher von Hollywood wissen ganz genau, was sie wollen. Sie haben sich das vorgenommen, antichristliche Werte zu etablieren in den Herzen der Menschen. Den Menschen Skrupel zu nehmen, den Menschen schmackhaft zu machen, Ehebruch ist was ganz Leckeres, was ganz Tolles. Und deswegen findest du so gut wie keinen Film, wo die Realität dargestellt wird, wie hundeelend der Mann am nächsten Tag nach Hause kommt und seiner eigenen Frau ins Auge sehen muss und sich eingestehen muss, er ist ein Schuft und er hat sie schrecklich verraten und hat sie zutiefst verletzt. Diesen Aspekt, was nach dem Ehebruch kommt, findest du in den Filmen nicht, sondern nur wie attraktiv das ist, wie schmackhaft das ist, wie lecker das ist. Und das ist typisch Teufel. Das Schöne, vermeintlich Schöne der Sünde wird dargestellt, aber nicht, was sind die Konsequenzen. Dasselbe findet statt mit Abtreibung oder mit anderen Dingen. Die Konsequenzen der Sünde
werden ausgeblendet, die werden verheimlicht, damit Leute eine falsche Idee bekommen. Und man kann seine Frau betrügen, kommt nach Hause, hallo Schatz, ich hatte Überstunden. Ist alles gut? Ja, alles ist gut. Falsche Werte, falsche Ideen, falsche Normen, falsche Vorstellungen über das Leben werden transportiert über die Medien. Tag und Nacht läuft dieses Programm und es ist ein gewaltiges Umerziehungsprogramm. Und die treibende Kraft dahinter ist antichristlich. Alles, was göttlich ist, alles, was gut ist, alles, was Schutz gibt, alles, was bewahrt, wird systematisch demontiert. Und es gibt heute, nachdem dieser Prozess schon sehr, sehr lange läuft, es gibt nur noch wenige Tabus und wir werden sehen, wie in den nächsten Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahren diese Tabus auch noch demontiert werden. Das wird kommen. Weil der Teufel weiß, wenn wir die göttlichen Normen verlassen und wir falsche Ideen haben und plausible Rechtfertigungen haben, warum wir so leben, wie wir jetzt halt leben wollen, dann zerstören wir uns selber. Sünde zerstört Menschen. Sünde zerstört. Ob das Süchte sind, ob das Ehebruch ist, ob das irgendetwas anderes ist, es zerstört die Menschen und die Menschen werden blind gehalten, ihnen werden die Konsequenzen der Sünde nicht vor Augen geführt, sondern die Sünde wird verherrlicht, die Sünde wird schmackhaft gemacht. Und viele Gläubige und besonders junge Gläubige verhalten sich so, als wäre Filme anschauen eine neutrale Sache. Als hätte Gott nie etwas gesagt, wofür wir unsere Augen geben sollen und wofür nicht. Und sie kommen mit solchen Sprüchen wie, ja, das sind ja nur Filme, das ist ja nicht Realität, das sind ja nur Filme. Ich sage, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie das sein kann, dass du dich erfreust an Szenen, die Gott total zuwider sind? Du erfreust dich an Sünde, die so schrecklich ist, dass der, an den du angeblich glaubst, dafür gestorben ist. Wie kriegst du das miteinander vereinbart? Wie kann das sein, dass wir Gefallen daran finden, Menschen sündigen zu sehen? Und ich musste einmal diese Frage beantworten, weil ich eine Phase hatte in meinem Leben, wo ich mir erlaubt habe, regelmäßig und wo ich schon von einer Sucht getrieben war, mir Dinge im Fernsehen anzuschauen, die man sich als Christ nicht anschaut. Und heimlich nachts, wenn die Familie schlief, bin ich wieder aufgestanden vom Fernseher und dann durch die Kanäle, um zu finden, was ich suche. Und wer sucht, der findet. Und auch wenn ich am nächsten Morgen total in der Verdammnis war und mich eklig fühlte und denke, Mensch, was bist du für ein Idiot? Am nächsten Nacht ging es weiter. Und schon tagsüber dann, ja, was wird heute Abend Leckeres gefunden werden? Und dann kam der Heilige Geist und hat gesagt, wie kann es sein, dass du, der du sagst, du liebst Jesus, du bist sogar ein Verkündiger seines Wortes, du dienst ihm, du hast Gefallen daran, es bereitet dir innere Lust anzuschauen, was so schrecklich ist, wofür er gestorben ist. Wie passt das zusammen? Wie geht das? Und ich brauchte, weiß ich nicht, Tage oder eine Woche oder länger, bis ich eine Antwort. Und er wollte eine Antwort haben. Und ich habe überlegt, ja, das ist schizophren, was ich mache. Ich will Menschen motivieren, zum Herrn zu kommen, Menschen motivieren, rein zu leben und tue selber solche Dinge. Und ernähre mich vom Gift dieser Welt und fülle meine Seele mit solchen schrecklichen Dingen, die sich in die Fantasie eingraben und die du rückspulen kannst, noch Jahre später, nachdem du diesen Film gesehen hast, kannst du diese Dinge noch zurückspulen und dir wieder anschauen. Und meine Antwort war, ich tue das, weil ich den Herrn nicht wirklich kenne. Weil ich ihn gar nicht kenne. Wenn ich ihn kennen würde, wirklich persönlich kennen würde, seine Liebe, seine Sehnsucht, sein Verlangen nach dem Guten, sein Hass auf das Böse, ich könnte diese Dinge gar nicht anschauen. Ich könnte das gar nicht. Das war ein Meilenstein in meiner geistigen Entwicklung und ich fing an, auf eine andere Art und Weise Gott zu suchen und konsequent zu werden, mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Wünschen, mit Fantasien und da aufzuräumen. Halleluja, es ist möglich, in Reinheit zu kommen. Es ist möglich. Sprüche
ich glaube 22, wer Reinheit des Herzens liebt und wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Was für ein starkes Wort, was für eine Einladung. Ich glaube, es ist Sprüche 22. Wenn nicht, dann schau 23, du wirst es finden. Oder nimm Konkordanz, Herz und König, und dann findest du das. Wir können nicht wachsen in einer tieferen Beziehung mit dem Herrn, während wir vom Gift dieser Welt uns ernähren. Das ist nicht möglich. Wir können nicht Gefallen finden an Sex, Blood and Crime und uns anschauen, wie andere Leute sich kaputt machen, wie sie sich ausnutzen, beherrschen, manipulieren, wehtun, beleidigen, verfluchen und gleichzeitig wachsen in der Liebe Gottes. Das ist unmöglich. So, wir spielen ein Christ sein und wir leben ein gespaltenes Leben und wir leben in zwei Welten. Und da ist die christliche Abteilung und dann kommt das Vergnügen, das wir holen aus der Welt. Und wenn wir konsequent sein wollen, dann werden wir früher oder später mit diesen Dingen uns auseinandersetzen müssen. Und es ist eine Tatsache, dass Pornografie ein Riesenproblem ist in den Gemeinden. Und auch unter Leitern ein Riesenproblem. Und fast niemand redet darüber. Fast niemand redet darüber. Es wird totgeschwiegen, weil es zu peinlich ist. Weil es so offensichtlich ist, dass das nicht passt zu dem, was wir vorgeben, zu glauben. So, wir müssen unser Herz bewahren. Und wir können nicht bedenkenlos uns hingeben an Filme oder auch die jungen Leute, an Musikclips von sogenannten Künstlern, die ganz offen zugegebenermaßen dämonische Kräfte einladen, anrufen, hineinnehmen in ihr Leben, um damit Erfolg zu haben. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit sowas beschäftigt hast, aber hör mal, was eine Frau wie Beyoncé über sich selber sagt. Sie nennt das nicht Geist, aber das ist ein Geist, wenn Sasha Fierce kommt und sie auf der Bühne eine andere Person wird. Und interessanterweise, weißt du, was Fierce heißt? Grimmig. Und so sieht sie aus. Eine sehr berühmte, weltberühmte Popsängerin, Beyoncé. Ja, ihr kennt die nicht, ihr seid schon zu alt dafür, aber fragt mal eure Kinder und eure Enkel. Ja, und sie ist ein gefeierter Weltstar. Ja, und wenn im Interview die redet, dann wirkt die ganz normal. Und sie erzählt, da ist, sie nennt das Alter Ego, ein anderes Ich. Das kommt dann, aber das kommt, weil sie es ruft, weil sie es haben will. Und es kommt über sie. Und genauso wie im guten Sinne, wo es heißt, der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst ein anderer Mensch werden, in einen anderen Menschen verwandelt werden. Dasselbe erlebt sie auf der Bühne. Und es ist so dämonisch und es ist so, es hat eine solche Faszination. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, vielen anderen. All die Rockmusiker, die ich früher in meiner Drogenzeit konsumiert habe, das Led Zeppelin oder was weiß ich, das sind alles Leute, die bewusst Geister einladen und rufen und die erst durch diese Hingabe an diese Geister überhaupt populär geworden sind, wie die Beatles zum Beispiel. Über Nacht, wo kommt der Aufstieg der Beatles her? Gab es nicht Dutzende Bands, die dieselbe miese musikalische Qualität hatten wie die? Aber an einem Moment, auf einmal, bumm, waren die da. Und das hat alles mit diesen Dingen zu tun. So, Christen öffnen sich und konsumieren Unterhaltung, die inspiriert ist von Dämonen. Welches Ziel haben die Dämonen? Menschen in Sünde zu ziehen. Menschen, die jetzt gläubig sind, wegzuziehen. Ja, und da könntest du x Beispiele nehmen, ja, von berühmten Persönlichkeiten, die offen zugeben, um erfolgreich zu sein, haben sie ihre Seele dem Teufel verkauft. Und das ist nicht einfach nur so ein PR-Gag oder sowas, sondern das ist real. So einen solchen Videoclip sich anzuschauen, ist nicht neutral, sondern dämonische Kraft, dämonische Salbung wird transportiert durch Filme. Und die größte Effektivität ist in der Kombination zwischen Bildern und Musik. Wir leben in einer audiovisuellen Gesellschaft.
Und nichts prägt mehr. Geh mal in das Restaurant, wo der Fernseher läuft. Zwanghaft gucken die Leute zum Fernseher, obwohl sie da essen wollen und sich unterhalten wollen. Und gucken, egal was für ein sinnloses Zeug da läuft, sie schauen auf den Monitor. Es hat eine solche Faszination. Ja? Und das Böse, auch wenn es total böse ist, es hat die Kraft, Menschen in Bann zu ziehen. Ich kam einmal in einen Raum, da lief gerade im Fernseher ein Trailer von diesem, Herr der Ringe. Nur wenige Sekunden habe ich diesen Trailer gesehen. Und da kam eine Power aus dem Monitor heraus. Ich dachte, oi, was ist das für ein Film? Ja. Und Christen verteidigen ihr Recht und sie sagen noch, ja, da lernen wir, wie das Gute das Böse bekämpft und da lernen wir noch Prinzipien von geistlichem Kampf. Und solchen Schwachsinn wollen die jungen Leute erzählen, anstatt zu sagen, wir sind fasziniert, wir sind reingefallen, wir hängen am Haken von Hollywood und wir werden betört von Bildern, die uns Wahrheiten oder Inhalte bringen, die das Gegenteil sind von dem, was die Bibel sagt. Aber sie können nicht wahr sein, sie müssen das verteidigen. Und besonders junge Leute sind extrem anfällig. Und wenn die Leiterschaft nicht klar ist und an der Stelle ganz klare Leitlinien setzt, dann kann eine ganze Jugend auch von einer Pfingstgemeinde hops gehen. Und sie verlieren durch diese Einflüsse ihre Beziehung zum Herrn. Und sie verlieren das Verlangen, rein leben zu wollen, klar leben zu wollen. Das ist das Verderben. Und Paulus sagt, Galater Kapitel 6, Vers 7, irrt euch nicht. Und warum sagt er, wir sollen uns nicht irren? Weil wir so eine Tendenz haben, uns zu irren, uns zu täuschen. Wie geht's weiter? Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Paulus vergleicht hier Entscheidungen mit einem Vorgang des Säens. Und wir können entweder auf das Fleisch säen und dann müssen wir von dem Fleisch ernten. Und was ernten wir? Verderben. Was ist das Verderben? Dein Hunger nach Gott, deine Sehnsucht, seine Gegenwart zu finden, ihn anzubeten, in Reinheit und in Klarheit zu leben. Dieses Verlangen wird sterben. Das ist das Verderben, das kommt, wenn wir permanent Entscheidungen treffen, gemäß den Ansprüchen und Wünschen unseres Fleisches. Und wir können auch Entscheidungen treffen und auf den Geist sehen. Und das heißt, das sind dann all die Dinge, die Gottes Wesen ausmachen. Das Gute, das Reine, das Schöne, das Echte, das Treue, das Wahrhaftige, das Demütige und so weiter. Und wir treffen Entscheidungen gemäß dieser Kategorie und wir ernten Leben, ewiges Leben. Das heißt nicht, wir verdienen uns unsere Rettung. Wir sind schon errettet. Ja? Aber wir kommen mehr hinein in diesen Strom von göttlichem Leben. Das ist doch gemeint mit ewiges Leben. Ewiges Leben ist doch nicht ein Zeitbegriff. Ja? Ewiges Leben bedeutet nicht nach der Bibel ein Leben, das nicht mehr aufhört. In dem Sinne hätte auch der Sünder in der Hölle ewiges Leben, weil seine Existenz auch nicht ausgelöscht wird. Ewiges Leben ist kein Zeitbegriff, es ist ein Qualitätsbegriff. Es ist die Art des Lebens, die Gott hat. Und das ist, was Jesus meint, ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Leben im Überfluss. Ja, die göttliche Art von Leben, die ist uns verheißen. Und in die sollen wir hinein. Und auch nachdem wir errettet sind, sollen wir, oder gerade seit wir errettet sind, sollen wir wachsen und immer fähiger werden, dieses göttliche Leben zu empfangen. Und Paulus sagt, wenn wir auf das Fleisch säen, dann müssen wir ernten von diesem Fleisch. Psalm 119, Vers 37, ein schönes Gebet. Wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen. Belebe mich in deinen Wegen. Hiob 31, Vers 1. Einen Bund habe ich geschlossen mit meinen Augen. Und wie hätte ich mein Auge auf eine Jungfrau werfen dürfen? Einen Bund schließen mit
den Augen. Manchmal in Gemeinden, ich mache ein Seminar und spreche über sexuelle Reinheit und ich sage den Männern, die einzige Frau, die du Recht hast, nackt zu sehen, ist deine einzige Frau, deine eigene Frau. Aber weil der Maßstab so niedrig ist, Männer in großer Anzahl finden das normal, sich Nacktheit anzuschauen. Sagen, ja, ein bisschen hat sie ja noch an. Hallo. Gott hat gewusst, wie gefährlich unsere Augen sind. Und deswegen sagt er, du kannst nicht überall hingucken, wo du gerne hingucken möchtest. Und es gibt Dinge, wo du besser nicht hinschaust. Und kontrolliere deine Augen. Und hier hat verstanden, ich muss einen Bund machen. Ich muss das wirklich festmachen. Ich muss das klar machen und entscheiden und festlegen. Mich selber festlegen. Viele Male siehst du David beten und er redet von einem Gelübde, das er gemacht hat. Das ist ein heiliges Versprechen. Menschen scheuen sich heute, das zu machen vor Gott. Sie sagen, ja, aber ich kann da nicht versprechen, dass ich hundertprozentig immer dieses Versprechen halten werde, also mache ich es lieber nicht. Das ist eine Ausrede. Wenn du ein Gelübde machst, hat der Heilige Geist Gelegenheit, wenn du dabei bist, dieses Gelübde zu brechen, dich zu erinnern. Und das Maß deiner Konsequenz wird nach einem Gelübde erheblich steigen. Klar wird es Momente geben, wo du versagst, aber dafür ist die Gnade da. Aber du hast dich festgelegt und du wirst nachher noch konsequenter. Wie ich gesagt habe, wir sind Extremsportler und wir stellen neue Bestzeiten auf zwischen unseren Abstürzen. Das ist, was wir tun. Wir sind im Training. Versteht ihr, was ich meine, ja? Jeremia 33. Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, ist ab Vers 15. Wer den Gewinn der Erpressung verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg, sein Brot wird ihm gegeben werden, sein Wasser versiegt nie, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land. Neutestamentliche Entsprechung wäre, selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir können nicht mehr sehen von Gottes Herrlichkeit, solange unsere Augen kleben an den ekelhaften Götzen dieser Welt. Wir können nicht und wir werden auch nicht. Wir sind gläubig, wir kommen in den Himmel, aber es geht um mehr. Es geht darum, Gott näher zu kommen, von ihm mehr verändert zu werden und in größerer Weise ein Kanal zu werden seiner Segnungen durch uns für andere. Um das geht es. Und nicht alles, was angeboten wird auf dem Büchermarkt, auf dem Filmemarkt, auf dem Videomarkt, ist passend für uns. Und dann kommen die Schlaumeier und sagen, ja, bei der Bibel sind auch Gewalttaten und da gibt es auch Ehebruch und da gibt es auch hässliche Dinge. Ja, erstens nicht im Detail und nicht in Farbe. Und zweitens wird das Böse immer bewertet und das Böse erscheint immer als das Böse und es wird beschrieben, was die Konsequenzen der Sünde sind. Und da ist ein wesentlicher Unterschied zu Hollywood. Das Böse wird nicht bewertet, sondern all diese hässlichen Dinge, die ich aufgezählt habe, sind normal und sind akzeptabel. Und wenn du sagst, ich schaue mir diese Dinge nicht an, das Erste, was passieren wird, du wirst Verachtung und eine Mini-Verfolgung von Gläubigen erleben. Ach, du willst wohl jetzt besonders heilig sein. Du denkst wohl, du bist was Besseres. Solche Sprüche musst du dir anhören von Menschen, die vorgeben, sie wollen Jesus dienen. Weil für sie ist das ein Anstoß, wenn du nicht mehr mitmachst. Ja, macht unter Freunden Filmabend und dann geht der Film in eine ganz komische Richtung. Du sagst, sorry Leute, aber ich muss jetzt rausgehen. Ja, und dann kriegst du es hinterher aufs Brot geschmiert. Aber die Frage ist, wem wollen wir gefallen? Was wollen wir? Wollen wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, wachsen in Reinheit, wachsen in Klarheit, wachsen in Weisheit? Wollen wir Freunde Gottes werden? Dann heißt das, wir beachten diese Dinge hier und wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Hesekiel, Kapitel 20,
Vers 7. Und ich sprach zu ihnen, werft die Scheusale weg, an denen eure Augen hängen, und macht euch nicht mit den Götzen Ägyptens ein unrein. Ich bin der Herr, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, an denen seine Augen hingen. Und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Ist das unser Gott? Denkt er immer noch genauso? Empfindet er immer noch genauso? Wenn wir meinen, wir müssen unbedingt den Tatort sehen? Oder ist es eine ganz akzeptable Feierabendbeschäftigung und wir erholen uns dabei? Wie kann man überhaupt als Christ sich erholen, indem man sich Dreck anschaut? Du erholst dich auch nicht, indem du dich in Schlamm wühlst. Ja. Und jemand hat mal gesagt, jedes Mal, wenn du dich für solche Dinge öffnest, der Drache haucht dich an. Ih, was für ein ekelhaftes Bild. Der Drache haucht dich an. Und dann wollen wir zurückkommen und wollen die Herrlichkeit Gottes, wollen Erweckung im Land sehen, wollen sehen, wie Gott sich nochmal neu bewegt, wollen eine Welle des Heiligen Geistes irgendwie lostreten. Hallo. Wenn du mal Kirchengeschichte studiert hast und Erweckung studiert hast, dann weißt du, niemals ist irgendeine Erweckung gekommen ohne Buße und ohne Reinigung und ohne Hingabe zurück zu den unveränderlichen Standards Gottes. Niemals ist eine Erweckung gekommen, wo das nicht vorausgegangen ist. Und die Gläubigen reden heute von Erweckung und sie haben die Vorstellung, Erweckung bedeutet, irgendwann ist es Gott mal wieder danach, er legt den Schalter um im Himmel und auf einmal kommen in Scharen die Unbekehrten herein und bekehren sich alle und wir wissen gar nicht, wo das alles herkommt. Und freuen uns, dass so viele Menschen auf einmal da sind. Das ist total naiv, das hat nichts mit Erweckung zu tun, in dem Sinne, wie die Bibel das beschreibt. Niemand hat mehr verstanden, glaube ich, in der modernen Zeit von Erweckung als Charles Finney. Und seine Definition von Erweckung ist nichts anderes als die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam. Und dieser Bereich hier, die Lust der Augen, Vergnügungen des Lebens und Betrug des Reichtums, das ist vielleicht das größte Hindernis für ein Wirken des Heiligen Geistes in der westlichen Christenheit. Ich rede jetzt von pfingstlich-charismatischen Christen. Das ist vielleicht der größte Bereich, wo die Blockaden sind und wo der Heilige Geist einfach in Ketten gelegt wird und nicht tun kann, was er so gerne tun möchte. Und dieses Denken der Welt, die Normen der Welt sind schon so hineingeschwappt in die Gemeinde und viele merken das überhaupt nicht mehr. Vor ein paar Jahren haben wir mal ein Seminar gemacht für junge Leute, das hieß Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Und da haben wir klar den biblischen Standard aufgerichtet, wie Gott sich das vorgestellt hat und haben klar gesagt, Freundschaften mit sexuellen Aktivitäten unter Teenies ist überhaupt nicht der Plan Gottes. Das kannst du vergessen. Was du damit tust, ist, wie Paulus sagt, im Geist die Werke des Fleisches töten. Das ist, was wir damit tun müssen. Wenn da ein Teenie sagt, ja, alle in meiner Klasse haben einen Freund, ich will auch einen Freund haben. Dass sie diesen Wunsch hat, kann ich verstehen. Aber wir müssen ihr sagen, was sie mit diesem Wunsch zu tun hat. Sie muss diesen Wunsch töten. Das muss sie tun. Und Gott gibt Gnade dazu. Aber heute dieses Ding, Sünde zu töten, wo wird das gepredigt? Kolosser 3, tötet Unzucht, Unreinheit. Man kann zwanghafte Wünsche, die in einem sind, töten durch den Geist. So, wo war ich? Ich bin vom Weg abgekommen. Was war der Punkt? Helft mir. Was habe ich davor gesagt, bevor ich jetzt auf dieses Ding gekommen bin? Ja. Hab den Faden verloren. Okay, kein Problem. Ja. Okay, wie auch immer. Ah, ich weiß wieder, verliebt, verlobt, verheiratet.
Hey, ihr passt gar nicht auf. Da bin ich abgebogen. So, ich habe ein Seminar gemacht, verliebt, verlobt, verheiratet. Da war ein Jugendleiter, der war da. Der war total begeistert, der hat die CD genommen, ist nach Hause gegangen, zu seinem Pastor gegangen, hat gesagt, guck mal hier, das brauchen wir in unserer Gemeinde, das muss verkündigt werden, das ist so dringend notwendig. Und darum geht es. Und der Pastor schaut sich das an, sexuelle Reinheit und solche Dinge, und sagt, weißt du, das ist bestimmt gute Lehre, aber so kann man nicht leben. Sagt der Pastor dem Jugendleiter, das ist gute Lehre, aber so kann man nicht leben. Also Gott gibt den Bibellehrern nur Lehre, damit die was zu erzählen haben, aber nicht, damit die Leute danach leben können. Was ist das für ein Verhältnis zum Wort? Was ist das für ein Verhältnis zu Gott? Die Bibel bringt uns wunderbare Dinge, aber natürlich, wir wissen, Gott weiß auch und erwartet das deswegen auch nicht. Man kann nicht nach diesen Dingen leben. Das ist nur für die Predigt. Hallo, was für ein Denken. Aber das ist ein Pastor, der steht für Erweckung. Er glaubt, dass er mit seiner Gemeinde Erweckung herbeibeten kann. Hallo, wann wachen wir auf und wann kommen wir wieder zurück zu den alten Wegen und studieren die Bibel und studieren ein bisschen Kirchengeschichte, was für gewaltige Erweckung es gegeben hat und wie sie jedes Mal begonnen haben. Da ist immer dasselbe Muster da. Es fängt immer an mit Hingabe an das Wort und Abkehr von den Götzen. Und jede Verkündigung des Evangeliums, die nicht die Götzen konfrontiert und Menschen motiviert, sich von den Götzen abzukehren, ist keine Verkündigung des echten Evangeliums. Das Evangelium ist die Axt, die an die Wurzel gelegt wird. Das ist das Evangelium. So wird es beschrieben. Die Axt, die an die Wurzel gelegt wird. Und die Wurzel, das sind die Begierden, das sind die Wünsche, das sind die falschen Ziele, die falschen Prioritäten, die Götzen unserer Kultur, die einfach mit hineingenommen werden und integriert werden in unser Christsein. Und das kann nicht funktionieren. 5. Mose 11, Vers 16, hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor diesen niederwerft. Du sagst, ja, okay, aber Altes Testament. Nun, wie ist es hiermit? Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Neues Testament. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 21. Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Wenn wir uns dämonisierte, von dämonischer Kraft aufgeladene Videos und Filme und Musik zuführen, um damit unsere Seele ein bisschen in Schwung zu bringen. Wir haben Gemeinschaft mit Dämonen. Videos und Filme, in schwächerem Maße auch Literatur, sind ein Mittel, um Salbung zu transportieren. Und nicht nur Gott hat die Salbung des Heiligen Geistes, auch der Teufel hat dämonische Salbung. Und verdreht die Leute und sie merken es nicht, aber ihr Hunger nach Gott stirbt. Ihr Verlangen, ein klares, eindeutiges, reines Leben zu leben, stirbt. Und dann sind sie noch gläubig und sie kommen noch zur Gemeinde, aber ihr Herz ist in den Dingen dieser Welt. Darum dieser Aufruf, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Sprüche 4, 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kommt dein Leben. Dein Leben kommt aus deinem Herzen. Und wenn du da Schmutz hineinlässt, dann wird dein Herz betört werden und da ist kein Verlangen mehr nach Reinheit. Das wird sterben. Du musst von dieser Ernte dich ernähren dann. Wie viele Diskussionen habe ich gehabt mit jungen Leuten? Und sie glauben nicht an diese biblischen Wahrheiten. Sie glauben nicht an das Gesetz von Saat und Ernte. Und sie sagen, das sind nur Filme, das macht mir nichts. Vielleicht du bist alter Opa und du bist zu sensibel. Und um diese Horrorvideos und das anzuschauen, das ist zu viel für dich. Können wir auch verstehen. Aber wir verkraften das, wir können das. Das macht uns gar nichts. Das kommt mir vor wie kleine Kinder. Die Mama sagt, fass nicht auf den Herd, der ist heiß. Und sagt, ach Mama, ich bin schon groß, was denkst du? So kommt mir das vor. Ja.
kleine Kinder, die keine Ahnung haben von der Ernsthaftigkeit der Warnungen aus dem Wort Gottes. Und sie können noch nicht mal sich daran erinnern, wie viele ihrer Kumpels und Freunde aus der Jugendgruppe schon abgefallen sind wegen genau derselben Dinge. Sie sehen diese Dinge, sie erleben das, aber sie können das nicht realisieren, dass sie der Nächste sind und dass sie genau dasselbe tun, was sie tun. Ich war in einer Jugendgruppe und ich sollte dort sprechen und habe gesagt, ich werde heute sprechen über die Anatomie des Abfalls. Wo beginnt Abfall? Wie sieht Abfall aus? Was sagt die Bibel darüber? Da unterbrechen sie mich gleich bei meiner Einleitung und sagen, sowas brauchen wir nicht. Und von dieser Jugendgruppe, und das waren nur 20 Kids, sind heute mehrere Pärchen geschieden. Der Jugendleiter ist in der Welt und etliche andere sind total abgefallen und weg vom Fenster. Dieser Stolz, das brauchen wir nicht. Warnung vor Abfall, das brauchen wir nicht. Du komm, erzähl uns was Spannendes, nicht so olle Kamellen. Gott weiß, was wir brauchen. Und er hat die Warnungen in seinem Wort unmissverständlich geschrieben. Und wir können uns nicht erlauben, an diesen Warnungen vorbeizugehen und entgegen dem Wort Gottes zu sagen, ach nee, das muss man nicht so eng sehen. Oder wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Das Verlangen, rein und heilig leben zu wollen, hat 0,0 mit Gesetzlichkeit zu tun. Gesetzlichkeit ist, wenn jemand durch seine eigenen Werke versucht, angenehm zu sein vor Gott und versucht, sich das Heil zu verdienen. Das ist Gesetzlichkeit. Aber weil heute die Leute die Bibel nicht mehr kennen, sie verwechseln Gesetzlichkeit oder sie halten das Verlangen nach einem reinen Leben aus Liebe zu Gott, sie halten das für Gesetzlichkeit und sie verachten das. Und sie reden von einer Freiheit, die wir haben. Weißt du nicht, Christus hat uns frei gemacht. Ja, natürlich hat er uns frei gemacht. Zu was? Zum Gehorsam, zum reinen Leben, ihm zu gefallen. Dazu hat er uns befreit. Paulus sagt, seht zu, dass ihr in eurer Freiheit nicht Vorsorge für das Fleisch treibt. So, das ist eine Gefahr, da gibt es eine falsche Freiheit. Und die christliche Freiheit ist anders als die Freiheit der Welt. Die Freiheit der Welt sagt, wir wollen frei sein, keinerlei Begrenzung, wir wollen tun und lassen, was wir wollen, ohne dass es Konsequenzen hat. Und diese Freiheit gibt es nicht. Und die gibt es auch nicht bei Gott. Es hat immer Konsequenzen. Wir wählen das Reine und wir werden den Segen erleben. Wir wählen das Hässliche, das Schmutzige, das Verwerfliche und wir werden davon ernten. Es gibt kein Neutrales. Es gibt nicht, ich mache, was ich will, aber aus Liebe Gottes werde ich bewahrt von den Konsequenzen. Das gibt es nicht. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das muss er ernten. So, dieser Bereich, Vergnügungen des Lebens, Betrug des Reichtums, Begierde nach Dingen, Habsucht, das Verlangen, immer irgendwas haben zu wollen, das sind Dinge, die werden unser Glaubensleben zerstören. Und darum warnt uns Gott davor. Und wenn wir ihm nachgehen wollen, dann müssen wir lernen, unser Herz zu bewahren. Und wir müssen diese gewaltige Falle entdecken und umgehen mit der Hilfe Gottes. Und so werden wir ein Herz bekommen, das wirklich sich verbinden kann mit dem Wort Gottes. Wie der Herr das sagt, bei diesem Lebensstil der Weltlichkeit, der Freundschaft mit der Welt, da wachsen die Dornen schneller, als der Same des Wortes aufgehen kann. Und die Dornen ersticken das Wort. Und Frucht ist ausgeschlossen. So, wir sind aufgerufen, zu lernen, unser Herz zu bewahren. Welche Einflüsse lasse ich da rein? Wie gehe ich um mit den Dingen in meiner Umgebung? Ist kein Problem, wenn du auf der Arbeit bist und da spielt weltliche Musik. Aber öffnest du dich dafür? Gehst du mit? Indem du körperlich mitgehst mit Musik, öffnest du deine Seele. Oder sagst du, Herr, bewahre mich, und da ist ein Schutzschild um dich und du sagst, wie schrecklich, wie kann man nur solche Musik hören? Und du lässt nichts davon in dich hinein. Und dasselbe mit schmutzigen Witzen. Lachst du mit, wenn die erzählt werden auf der Arbeitsstelle?
Oder bist du ein Mensch der Gradheit und der Heiligkeit und deine Arbeitskollegen haben schon mitgekriegt, in deiner Gegenwart kann man solche Dinge nicht erzählen. Ich habe mal ein Seminar gemacht, ein Leiterseminar bei Jesus Freaks. Weißt du, was Jesus Freaks sind? Musst du auch nicht wissen. Und sie haben Worte benutzt, sie haben Ausdrücke, sie haben eine Gossensprache, eine Fäkalsprache, dass es dich schüttelt. Und ich sage, meine Güte, was lesen die in der Bibel? Aber die lesen ja nicht Bibel, die lesen Volksbibel. Ja, wo auf jeder Seite ein unreiner, hast du mal in Volksbibel reingeschaut? Ein unreiner Geist, das ist Bibel im heutigen Deutsch, aber Punkersprache. Ekelhaft, ein unreiner Geist kommt daraus. Und jemand aus der Szene hat diese Bibel eben gemacht. Ja. Am zweiten Tage hat keiner sich mehr getraut, diese Ausdrücke zu gebrauchen. Jemand wollte jetzt gerade wieder sagen, ach nee, das soll ich ja nicht sagen. Ich habe kein Wort gesagt, ich habe sie nicht ermahnt, ich habe nichts dazu gesagt, überhaupt nichts. Das war, ich habe dort ABC gemacht für Neubekehrte, das waren aber sogenannte Leiter. Und sie saßen da und sagten, das ist ja tiefe Lehre. Boah, ist das tief. Ey, Mann, so tief. Und ich habe ABC gemacht, wie man sich bekehrt und wie man die ersten Schritte im Glauben geht. Und sie nannten das tiefe Lehre. Haben mich auch nie wieder eingeladen. Und sind seitdem noch schlimmer geworden. So, es gibt heute alles, was man sich nie hätte vorstellen können. Aber es gibt auch das Echte und das Gute und das Wahre. Und das wird hervorkommen. Die Wahrheit am Ende wird sich durchsetzen. Egal wie viel Schmutz und Zeug und Verwirrung ins Land kommt und die Christen anfangen, einfach die Basics des Glaubens einfach zu verlieren. Das Wahre und Gute und Echte wird sich sowieso durchsetzen. Woher weiß ich das? Weil ich die letzten Seiten der Bibel gelesen habe. Und am Ende heißt es, die Braut hat sich bereitet. Da ist eine reine Braut, die sich abgesondert hat von der Welt und die ganz und gar auf der Seite des Herrn steht. Und die wird gesegnet sein. Und dazu möchte ich gehören und dazu lade ich euch alle ein. Und das bedeutet ein paar Einschnitte, das bedeutet ein paar Korrekturen, das bedeutet ein paar Veränderungen in unserer Denkweise, in unseren Werten, in unserer Verhaltensweisen, in unserer Redensweise. Aber es ist es wert und Gott wird uns segnen. Halleluja. Amen. Seid gesegnet. Seid gesegnet.